diese Besuchsregeln dabei. Sehr gut. Ja, ich sehe, dass in der Schillerhöhe oben gar kein Besuch erlaubt ist. Ja, gut, das habe ich gelesen. Ich habe auf der ersten Seite dies. Steht da noch gar nichts. Und dann steht irgendwann so dieser Satz, wegen Corona haben wir das übrigens geändert, liest hier. Und dann steht da, gar kein Besuch. Genau. Bei Sterben, wenn vielleicht. Genau. Ich habe es ausgedruckt vorhin noch. Eine Frage, um was geht es denn bei der Versammlung hier? Versammlungsleiterin. Du bist die Alex, genau, Alexandra? Ich bin die Alexandra. Hi. Hi. Genau, uns geht es heute hier darum, die Besuchsregeln im Krankenhaus zu ändern. Weil das ist ein Unding, dass die Leute alleine in ihren Krankenzimmern sterben, vereinsamen und depressiv werden. Genau, darum geht es uns heute. Okay, vielen Dank. Bitte. Naja, Papi, die ganze Lust geworden. Also die aktuellen Besuchsregeln dieser Klinik hier. Seit 11.01. wurden die nochmal verändert. Zur Sicherheit unserer Patienten, unserer Mitarbeiter und ihrer eigenen gilt zum folgenden Voraussetzungen zu beachten. Ein fest definierter Besucher pro Patient ist während der gesamten Aufenthaltsdauer erlaubt. Also ein einziger. Was? Ja. Ja, genau. Dann muss man Vorlage eines negativen Antikörpertests, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, und von einer fachlich anerkannten Stelle ist, vorweisen. Das heißt aber, du musst vor jedem Besuch erstmal ein Corona-Testcenter zu deinem Hausarzt, du musst es auch selber bezahlen, das sind jedes Mal so zwischen 80 und 160 Euro. Ja? 27,50 oder 37,90? Nicht im Corona-Testcenter. Beim Hausarzt kann sein, beim Testcenter zahlst du im Moment zwischen 80 und 160 Euro. Also meine Mutter war ja schon am Samstag zu einem Test und deswegen weiß ich die aktuellen Zahlen im Moment. Also man müsste sagen zwischen 27 und 80 Euro. Okay, dann aktualisiere ich das auf das neueste Wissen beim Hausarzt. Bei manchen Hausarzt kostet der Test 27 Euro. Der Antikörpertest ist ein bisschen günstiger und der PCR-Test ist schon so 100 Euro. Ja. Okay. Gut, dann haben sie die Besuchszeiten limitiert. Die besuchen darf man nur noch Dienstag, Donnerstags und Sonntags. Und zwar nur noch eine Stunde in der Woche. Eine Stunde in der Woche. Ich wollte eigentlich noch ausrechnen, wie viele Stunden man nicht, wie viele Stunden ist man denn da allein? U-Haftbedingungen. Das ist schlimmer wie U-Haft. Ey. In der U-Haft durfte ich den 3 Stunden besuchen, mein Kumpel. Im Monat, ja? Kommt auf die Stunde in der Woche, ja? Nee, ich durfte den öfters, ich durfte den alle 14 Tage sogar besuchen. Ich glaube, der durfte sogar jede Woche Besuch erhalten. Nur wollte da keiner hin. 96 war es so. Ach so, ey. Ich würde das nachforschen. 96, ich werde das mal recherchieren. Besuchszeiten sind zwischen 14 und 18 Uhr. Letzter Einlass 17 Uhr, ist ja klar. Ich krieg noch. Danke. Danke, gute Besserung. Danke. Gut, dann wird hier noch auf das kontinuierliche und richtige Tragen einer FFP2-Maske für Besucher hingewiesen. Die FFP2-Maske, die bekommt man hier sogar kostenfrei im Krankenhaus. Das ist ja schon mal was. Die muss aber auch im direkten Kontakt im Zimmer oder draußen getragen werden. Ja, danke, ich finde das hier alles völlig okay, wie das hier kann. Oh, eine Stunde die Woche finde ich okay. Hoffen wir mal, dass Ihre Angehörige nicht ins Krankenhaus kommen. Ja, hoffen wir mal, dass Ihre Angehörige nicht ins Krankenhaus kommen und Sie nicht nur eine Stunde die Woche rein dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Herz wieder offen werden, wie können Sie was machen? Ja, die Schwierigkeiten, die sind so doof. Ja, ich habe ja ein paar Mal angelassen, die haben gesagt, ja, trotzdem bitte auf der Seite ein bisschen laut verordnet und das hat mir der Kretschmann bestätigt. Ich kann das Herz im Baden in der ist das tatsächlich. Ja, ja, die Corona, die, 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 nicht aufregen, weil das bringt nichts. Jetzt habe ich euch mal so ein bisschen vorgelesen, wie das so aktuell hier an der Klinik gehandhabt wird. Wir haben ja hier noch die zweite Klinik, da ist es noch ein bisschen heftiger, weil da darf man gar nicht besuchen, außer du bist so kurz vorm Exodus. Ja? Im Aha ist, wenn der tot ist, dann darfst du rein. Ja, wenn du tot bist, ist auch gut. Ich habe mir dann auf jeden Fall mal noch durchgelesen, was überhaupt die aktuellen, nein, ich diskutiert hatten, hätte ich gesagt, nein, was. Aber in der anderen Klinik, wo gar keine Besucher rein dürfen, da sind ja auch die Corona, die genau, Dingsverweigerung. Ja, ja, das sind die Quarantäneverweigerung. Es ist auf jeden Fall so, dass in der aktuellen Corona-Verordnung von Baden-Württemberg nichts von solchen Auflagen drinsteht. Da gibt es bestimmte Einschränkungen, ja, aber es steht da nichts von Besuchsverboten, es gibt nichts Thema Testpflicht, die Testpflicht in Krankenhäusern wurde aufgehoben, es gibt keine Einschränkungen der Besuchszeiten oder sonst irgendwas. Das können die Krankenhäuser also selber entscheiden, die machen hier ihre eigenen Regeln und es stinkt mir. Kann man das nicht am rechten Gewicht? Ich kann es nicht, ich bin kein Anwalt. Ich weiß nicht, wieso das Anwälte sich nicht schon längst vorgenommen haben. Und dann wollte ich noch was erzählen, was ich gelesen habe, worauf mich der Stefan aufmerksam gemacht hat. Es gab... Sehr gut, das ist wunderbar. Es gab in Nürtingen im Krankenhaus einen Ausbruch von Corona. Eine Meldung, oh mein Gott, es ist Super Spreader ist rumgegangen. Es wurden, ach, lass mich nicht lügen, irgendwie 20 Angestellte und 14 Patienten angesteckt. Was jetzt an dieser Meldung fehlt, und ich habe versucht, es nachzurecherchieren, wer hat denn diese Infektion ins Krankenhaus gebracht? Wer war Patient 0 in diesem Fall? Woher kam die? Kam die von einem unachtsamen Besucher? Oder kommt die tatsächlich, jetzt meine Idee dazu, vielleicht von einer Pflegekraft, die müssen nämlich trotz positiven PCR-Test arbeiten kommen, weil die alle unterbesetzt sind. Die sollen arbeiten kommen, ja, es wird ihnen frei überlassen, ob sie arbeiten kommen oder nicht, aber viele kommen, sie sind auch darauf angewiesen. Ja, und dann bestraft man aber die Patienten und die Besucher, weil von einem Besucher, kommt es von einem Besucher, wir darf fast nie hier rein, nur unter strengsten Auflagen, nur mit negativen Test und allem Schnickschnack, das kann also fast nicht sein. Aber da wird nicht darauf hingewiesen, von wo kommt jetzt die Infektion und wer leidet drunter? Nee, Nürtingen, Ruid, Kirchheim, haben sie die Krankenhäuser komplett zugemacht. Es gibt keinen Besuch mehr dort. Null. Ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter dürfen dann selber, weil sie systemrelevant sind, selbst entscheiden, ob sie noch arbeiten kommen oder nicht. Nee, arbeiten darfst du, wenn du systemrelevant bist. Ein Freund von meiner kleinen Schwester ist Polizist. Sie war, ich weiß gar nicht, ob sie positiv war, aber sie hatte mit einem positiv getesteten Kontakt, waren alle in Quarantäne. Er durfte arbeiten gehen, weil sie stimmt. Sie wohnen zusammen. Ja, genau. Und genau, das ist der Grund, warum wir ja heute hier sind und warum wir jede Woche jetzt hier sein werden und darauf aufmerksam machen. Danke. Ja. Wenn jetzt noch jemand seine Geschichte teilen möchte, wenn jemand was sagen möchte, gerne. Fühlt euch frei, euch zu entfalten. Ich bin Pflegeheim bei meiner Tante und die ist dement, da darf niemand kommen. Schon seit Monaten darf niemand kommen, sie ist dement. Man darf telefonieren, aber mit jemandem, der dement ist, zu telefonieren, der da nicht mal weiß, wer er denn jetzt ist, ist schwierig. Also ich hoffe, dass sie die ganze Zeit irgendwie durchsteht, dass man sie überhaupt noch besuchen kann, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ja.
Traurig. Das ist unmenschlich. Ja. Absolut unmenschlich. Unverhältnismäßig, da fehlt die Verhältnismäßigkeit. Ja, ja. Wie bei allem in den Corona-Maßnahmen, die Verhältnismäßigkeit ist auf der Strecke geblieben.